So, ihr Quad-Verrückten, meine ist kaputt. Eigentlich könnte ich mit Front weiterfahren, aber ich weiß nicht, ich will das nicht riskieren. Jetzt fahre ich mit Just und Just erklärt uns, was wir jetzt vorhaben. Da wir beide keine Karre haben, kaufen wir jetzt einfach hier irgendwo in Polen von irgendeinem Autohändler für, was weiß ich, 100 Euro, 50 Euro ein Auto und fahren damit da rein. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. So Leute, das war jetzt kein Scherz, das haben wir tatsächlich vor. Wir sind auch schon unterwegs. Hier gibt es genug Autohändler, dass wir uns eventuell irgendeinen Corsa besorgen oder so und dann schrotten wir das Ding hier. Ich hoffe nur, es klappt geldmäßig hier irgendwas günstig zu kriegen. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, was dann wir noch so uns ausdenken, oder Just? Kein Problem, Alter, wir holen im Auto. Das wird auf jeden Fall Spaß machen, ne, was wir vorhaben. Ja, wird wahrscheinlich nicht lange halten, ja. Aber ist egal. Und falls es gleich klappt, ich nehme das auch dann für euch auf und dann mal gucken. So, ihr Quad-Verrückten. Hier ist der erste Händler schon, der Hänger. Also wie gesagt, das war kein Spaß. Just kümmert sich, weil er Englisch kann. Und wir probieren ein Auto zu kaufen. Und versenken in Polen direkt. Der erste Händler hat leider nicht geklappt. Der ist nicht zu Hause. Wir haben zwar mit einem gesprochen, aber er sagt, der Chef ist nicht da. Jetzt suchen wir weiter. Egal, wir finden schon was. So, Jos sucht den Besitzer. Wir haben den zweiten Autohändler erreicht. Mal gucken, ich hoffe, wir erreichen jemanden. So, mal eine kleine kurze Unterbrechung. Ich wollte euch nur Bescheid geben. Es hat leider nicht funktioniert mit dem Auto, was ich mit Just vorhatte. Ein Schrottauto für, keine Ahnung, zwischen 100 und 200 Euro zu kaufen und hier in Polen zu schrotten. Polen wollten uns leider auch nichts verkaufen. Einen hätten wir gefunden, aber er wäre dann irgendwie gegen 10 Uhr abends da und das wäre dann schon viel zu spät, alles für den Spaß. Ja, da haben sich wohl die Polen bestimmt auch gedacht, da kommen zwei Idioten aus Deutschland und wollen in Polen eine Karre kaufen. Ist ja wohl kein Wunder, dass wir kein Auto verkauft gekriegt haben. Ne, teilweise waren auch die Autos viel zu teuer, deswegen haben wir uns dann auch nicht mehr weiter drum gekümmert. Und jetzt aber trotzdem viel Spaß beim Weitergucken. Jetzt kommt eine Honda. Thank you.
jetzt nichts mehr. Action! Etwas Power fehlt dir. Resina, Rolle. Nachgreifen. Komm, zieh mal bitte. Kawasaki hat keine. Ich würde ja schieben, aber ich bin immer der Kameramann und der Kameramann hat immer Glück. Wir müssen die Position stellen, da. Drei Schüsse vorwärts, проеду. Zwei Seilwinden arbeiten wieder, um eine KLM rauszuholen. Die KLM ist der Reifen raus. Schon in klar, dass du auch fest sitzt. Ist ja nicht schlimm. Du hast eine Kawasaki. Hier hat sich einer überschlagen, aber alles okay. Stell dich mal daneben!
Nee, warte mal, das müssen wir mit der Seilwinde machen. Mit der Seilwinde? Ja, ja, mach hier. Wie hast du das denn geschafft? Ach so. Sag mal Spaghetti хоть. Давай, Spaghetti. Das wird schwer, das Ding jetzt aufzurichten. Das wird nichts. Ja, der ist schon mal gut. Jawohl. So ein... Кармазан нажми, а мы веревку отсоединим, да? Lenker krumm, ne? Ja, ne, aber das ist. Ja, gut, dass er nicht komplett runtergerollt ist. Der hätte dich überrollt, ne? Weil hier ist schon alles kaputt gefahren hier. Dabei. Jo. So. Jetzt erstmal ankriegen. Sergej, was machst du da überhaupt? Ja, passiert, ne? Kann passieren, ne? Kann passieren. In Polen. In Polen, ja. Aber jetzt was ist denn jetzt kaputt? Ist eigentlich nicht viel kaputt, oder? Ja. Ich glaube nur der linke Strom. Der linke Strom. Okay. Das heißt, Eigenbau hat gehalten. Na, siehst du. Das hat wahrscheinlich auch den Rest gerettet. Genau, sonst wäre hier noch viel mehr kaputt. Firma, russische Marke. In Polen. So. Die Jungs machen alles sauber. Bereiten sich für den Feierabend vor. Die Honda läuft wieder, ist irgendwie im Wasser abgesoffen. Alles kaputt gemacht. Also wir haben dieses Mal echt viele Maschinen, glaube ich, kaputt gemacht. Weiß ich nicht. Obwohl alle laufen, außer meine, glaube ich.